Und damit begrüße ich euch herzlich zurück zu Tropico 5 nach einer doch etwas sehr langen Aufnahmepause. Dachte ich mir einfach mal, ihr musst endlich mal irgendwann weitermachen, damit du das auch mal zu Ende spielen kannst. Und zur nächsten Mission. Wir müssen eine Nuklearmacht werden, bevor die Zeit abläuft. Lass mal rein. Leon ist tot. Doch mir fehlt die Zeit zum Trauern. Ich muss die Welt retten. Das Wettrüsten zwischen den USA und der UdSSR hat uns auf einen gefährlichen Weg gebracht. Der kleinste Funke genügt und wir fliegen alle in die Luft. Als Gegengewicht zur wachsenden Bedrohung muss jeder wissen, dass es kein Endspiel gibt. Eine einfache Idee. Gesicherte gegenseitige Zerstörung. Daher muss ich meine eigene Atomwaffe entwickeln. Sie wird der Anreiz sein, den Frieden zu wahren und den nuklearen Winter zu verhindern. Wieso brennt da was? Sir, das US-Schlachtschiff Secret Plan hat sich soeben in unsere Gewässer geflüchtet. Sein Kapitän wollte einen Krieg vermeiden und weigerte sich, Atomraketen abzufeuern. Jetzt ist die Secret Plan auf der Flucht. So, jetzt haben sie sich natürlich bei uns versteckt. Tja, das müssen, brauchen wir innerhalb von 24 Monaten, mindestens 24 Monaten, ein Atomprogramm. Und wenn wir scheitern, beginnt der dritte Weltkrieg. Sehr schön. So, was brennt hier? Wachturm. Brauche ich nicht wieder aufbauen. So, jetzt geldtechnisch haben wir genug. Dings kann man auch abreißen in Militärforschung. Überall diskutieren die Leute, ob wir einfach nur am Strand liegen und die Natur jungfräulich unberührt lassen sollten. Oder ob wir Betonbunker errichten und uns darin in den besten Jahren unseres Lebens den Rücken kaputt schuften sollten. Muss man über so eine Wahl ernsthaft nachdenken? Ein bisschen was von der Forschung machen. So, ich muss noch warten, bis es hier mal irgendwelche Missionen gibt. Hallo Vulkan. Mittler wird die ganzen wilden Länder einladen. So. Wirtschaft funktioniert. Budget erhöhen und verbessern. So, was ist hier noch? Präsident, vielen Dank für Ihren Anruf. Wenn Sie Ideen brauchen, um eine Invasion durch eine oder gar zwei Supermächte zu verzögern, dann bin ich Ihr Mann. Sie wissen, auf mich können Sie zählen. Ich fahre zur Höchstform auf, wenn es darum geht, mit meiner Ineffizienzorganisation wie Armeen oder Staatsregierung lahmzulegen. Sie wissen, dass ich die Wahrheit sage. Sie waren schon oft Nutzen dieser meiner Länder. Wir bekommen jetzt unterschiedliche Angebote, um die, den Präsident, ich habe eine Lösung für all unsere Probleme. Nun, jedenfalls eine vorübergehende. Sie lautet Öl. Öl exportieren. Präsident, wir können der US-Marine weismachen, dass wir bereits atomgetriebene Schiffe besitzen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass immer genug Urantransporte auf unseren Straßen unterwegs sind. Öl und Uran. Die Russen wollen diplomatische Beziehungen zu ihnen aufnehmen. Naja, Rum exportieren habe ich ja schon dabei. Hier hinten ist ein Uranvorkommen, da ist noch eins. Setzen wir hier hinten gleich mal eine Hafenanlage hin. Zack. Straßenverbindung. Das kleine noch Öl. Kommt wir da mal dran. So. So, dann ziehen wir. Das sind sogar zwei Öldinger. Gleich mal hinsetzen. Gleich mal eine kleine Infrastruktur aufbauen. Baubüro und Transportwesen. Schnell zu viel bauen und zu wenig Geld haben. Na gut, das geht. Dann können wir gleich mal schnell bauen. So. Dann bekommt Jörtleins Bergwerk. Achso.
Ha, da brauche ich erstmal Technologie dazu. Toll. Scheint wirklich schon eine Universität. Ja, was wird das verbessern? Gibt mehr Forschungspunkte. Ich will das, ne. Wieder reparieren, so. Unsere Leute besser gebildet sind und die hat auch noch Forschungspunkte produziert. Dann sollte ich vielleicht eventuell wenigstens Öl. Was ich ohne machen kann, wenn mir das Öl fällt. Ah! Ist zumindest gleich fertig. Wir haben eine Ölsorte entdeckt, aus der wir Benzin destillieren können. Endlich etwas, das wir in die Tanks unserer Autos füllen können. Die Profite sind uns sicher. Es sei denn, jemand verkauft billigeres Öl. Dann sollten wir ihn bombardieren und überfallen. Nur ein bisschen gemein. So, Ölbottom Nummer 1 und Ölbottom Nummer 2. Straßenverbindung. Zack. So, Schnellbahn kann ich nicht. Das Politbüro hat ewige Freundschaft zwischen der UdSSR und Tropico erklärt. Leider wurde ich dabei von mindestens einem Dutzend Russen geküsst. Aber ja, die Arbeit mit der Universität zwischen. Präsident! Ich führe geheime und heikle Gespräche mit unseren Freunden in der amerikanischen Ölindustrie. Ja, solche Freunde haben wir. Wunderbare Männer, großzügig, gutherzig und bereit, alles für uns zu tun. So, ja, indem ich 5.000 aus meinem Schweizer Nummerkonto zahle, kann ich das um 24 Monate aufheben. Dadurch sinkt der Ölpreis, aber ich bekomme kostenlos Ölgebäude. Mal jetzt aber einfach mal. Präsident, Spitzenmanager der Atomindustrie. Nein, das gleiche für nochmal für Uran. Ich brauche nur ein bisschen Aufschub. So, kümmern wir uns mal kurz um unsere Zufriedenheit. Wohnraum. Zumindest ein bisschen versuchen, ja. Idiot, da ist doch eine Universität. Ja. Ja. Ah. Scheint ja auch eine Fass daneben. Schön, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin Dr. Zweistein. Ich habe gehört, dass Ihre nukleare Situation zu einem Weltkrieg führen könnte. Deswegen fühlte ich mich verpflichtet, herzureisen und Ihnen mit meinem überragenden Wissen zu helfen. Ja, okay. Präsident, wenn ich in all den Jahren an Ihrer Seite eins gelernt habe, dann das. Niemand will Ihnen hinterherräumen. Lösen wir also eine Krise aus, die so groß und brisant ist, dass uns niemand in unsere Schranken weisen will. Effekt 263 obdachlose Flüchtlinge wandern ein. Haha, yay. So, dann bauen wir jetzt mal schnell ein paar Plantagen, damit wir dann noch Arbeit verschaffen können. Ich bin mit meiner Straße zu weit rechts, verdammt. Die war nicht gerade, die müssen wir nochmal neu bauen. Egal. So, Plantagen. Bananen sieht gut aus. Zucker kann ich hier nicht anbauen. Höchstens. So. Naja, gerade so. Nicht schön, aber selten. Ananas.
Ananas. Dann will auch nochmal Infrastruktur aufbauen, Transportbüro, den ganzen Mist doch wegschafft. Und bauen, damit's. Naja, gebaut werden kann halt. Haha. Dann wird dann bestimmt unsere Gesamtzufriedenheit erstmal etwas in den Keller sacken. Huh. Kein Platz für Tavernen. Wir können ja ein bisschen an den Strand gehen. Touristen habe ich keine. Habe ich gar nicht gemerkt, sind die schon da, die Touristen? Die... Nee, nicht mehr da. Unsere flüssigen Argumente haben das Politbüro hat ewige... Ich sollte die einladen in meine Botschaft, aber die habe ich ja schon. Wow, langsam wird's hier richtig eng. So viele... Präsidente, wissen Sie, wer Ihr bester Freund ist? Derjenige, der Ihnen das meiste Geld schuldet. Sie wollen doch nicht, dass ihm etwas passiert, oder? So, erreicht sie die Bonität spekulativ, also müssen wir jetzt Staatsschulden machen. Ordnung, du brauchst den Weltkriege, Staatsschulden. Wir können einfach mal... Ach, das ist weggegangen. Wenn ich jetzt ausgeben, zack. Genau. Dadurch haben wir jetzt den Bonus abgegriffen und jetzt tun wir es aber wieder zurückkommen. So. Ich glaube, ich brauche jetzt noch ein paar Häuser. Ansonsten habe ich ein Problem. Das friedliche Uran, wo kommt denn das? Was kommt das denn? Ah. Komm, Übertomme. Wort schneller. Präsidente, in Zeiten wie diesen müssen wir uns an unsere mächtigsten Freunde wenden. Und unser mächtigster Freund ist der US-Präsident. Er kann ein Fass Bier trinken und immer noch eine Kuh stemmen. Dann rufen wir mal 1-800-Präsident an. Präsidente! So, mach das schon. Oh, ganz viele. Oh, es waren nochmal mehr. Ich brauche dringend Häuser. Die Zustimmung sinkt in den Keller. Was habe ich nur getan? Howdy, Präsidente! Ich habe mich schon gefragt, ob Sie mich anrufen würden oder die US Army eigenhändig besiegen wollen. So. Gut, der hat uns jetzt 12 Monate Aufschub. Okay. Unsere Beziehung mit der UdSSR? Ewige. Ach nein, ich will da keine Delegation hinschicken. Ich habe gerade andere Probleme. Präsidente, ja, Managerfertigkeiten für Unterhaltungsgebäude. Polizeiwache ist hier völlig überfordert. Ich aber forsche. Ich forsche zu langsam. Ich brauche das Atomprogramm.
Wird mir ganz so schlimm hier unten aus. Auch trotzdem noch mehr Mietskasernen. Könnt ihr mal auch kurz wieder hinsetzen. Strom herstellen? Wo kann ich denn ein Krankenhaus bauen? Dass auch unsere Gesundheitsversorgung ein bisschen besser wird. Ja, ich wäre bei 43%. Ah. Wie ist. Kommt jetzt irgendjemand auf eine Idee von Wahlen? Keine Religionsgebäude. Eine Kirche. Du musst jetzt gleich mal hier in der Mitte. Kann ich nachts wie Mietskaserne in den setzen. Die Kirche verbessern, dann haben die Mietskaserne nämlich drumherum noch ein bisschen erhöhte Wohnqualität. Soll ich wieder den US-Präsidenten anrufen? Ist es so ernst? Ja, natürlich. Präsidente, in schrecklichen Zeiten wie diesen ist es eine Freude, mit einem wahren Freund zu sprechen. So, nochmal 9 Monate bekommen. So, das Budget, damit die Qualität besser ist. Eigentlich von den neuen. Ja, von den neuen Mietskassen haben wir auch schon die. Das Budget auch voll. Sitzt mit 164 arbeitslos. Yay. So, obdachlos 250. Toll. Ölexport geht langsam, aber ist nicht so gut, das läuft. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und... Die USA wollen einige ihrer Raketen hier in Trupp... Ja. Kamerad Präsidente, das Rote Buch sagt... Nahrungszufriedenheit erhöhen. Toll. Gibt's halt extra Rationen. So. Arbeitsqualität erhöhen. Gasturbine wird auch Gas benutzt. Das bauen wir noch schnell im Krankenhaus. So. Schnell ist gut. Wir haben uns alle Mühe gegeben. So. Sicherheitsüberwachung. Freie Marktwirtschaft und subventionierte Medien. Apropos Medien, wie sieht's aus? Ja, wo sind die Medien? Das geht eigentlich. Hier oben noch. Das sind Sitzen. Ah, ich forsche ne. Ganz schlimm. Das Atom. Erstmal brauche ich das wirklich, um überhaupt rein abbauen zu können. So, verbessern, Budget erhöhen. Nicht mehr Forschungspunkte bekommen. Bin ja schon wieder bei 50% da. 54, aber ich traue dem jetzt nicht. Letztes Mal bin ich auch kurz vor Ende wieder drauf gegangen. Bloß weil ich mich, der mich in der Wahl geschlagen hat. Noch weiter expandieren. Präsidente, wenn Sie diese Nachricht hören, ist es zum Schlimmsten gekommen. Die amerikanische Freiheit steht auf dem Spiel. So, die einige US-Generäle wollen einen dritten Weltkrieg.
Aber der US-Präsident unterstützt mich. Ist ja wenigstens eine gute Sache. Was läuft? Ja, ein bisschen feucht ist, ne? Ist ja noch Platz. So, wie sieht es mit der Beliebtheit aus? Religion ist gut, Freiheit. Ja, das Schlechteste sind die Haltung. Drachenflugclub. Einfach mal ein bisschen was hinsetzen, dass die was zu tun haben. Casino kann ich jetzt auch einbauen, da ich jetzt Strom habe. Ein bisschen erhöhen. Dann erhöht sich natürlich auch die Servicequalität. Das hat bloß nicht vergessen. So, wie lange braucht er mit Forschen? Oh, ja. Wir bauen jetzt einfach nochmal unverschämt noch eine Bibliothek. Wahrscheinlich mit Sicherheit nicht die effektivste Methode dafür, aber. Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Wahlen. Sieht jetzt ganz gut aus. Ich sehe auch gerade, dass das Fernsehen hier oben noch keinen Strom hat. Kann nicht funktionieren. Fernsehen, sehr gut. Großer Fernsehen. Dachte gerade so, nicht das, das Wahlergebnis ist da. Good news, Presidente. Ich habe die US Generals entmachtet, die sich gegen mich gestellt haben. Sie hätten es besser wissen müssen. Ich habe sie alle besiegt, nacheinander und in 12 Bosskämpfen. Ölexport habe ich fast geschafft. So, die dritte Bibliothek ist auch fertig. Gleich mal verbessern. Budget ist sowieso noch voll. Auch noch in Fülle und Fülle. Kann man einen Supercomputer bauen. Mit den Eingang irgendwo? Nein. Gut. Ach komm, wir haben momentan genug. Schneller Bau. So, volles Budget. Bringen Sie den Supercomputer bei Schach zu spielen. Verbesserte Beziehung. 150 Forschungspunkte. Präsidente, was wir jetzt entdeckt haben, ist so gut. Ach was, es ist besser als alles, was wir je entdeckt haben. Geschnittenes Brot. Yay. Der Supermarkt. Ich habe nur irgendwie keinen Platz mehr. Dort, wo mir hauptsächlich meine Leute wohnen. Könnte ich ja auch mal. Strom habe ich. Umwelt. Bestimmt. Ja, dachte ich mir, Umwelt sieht sehr gut aus. So, die Montage kommt jetzt weg. Damit ich hier unten eine Recyclinganlage hinsetzen kann. Stahlwerk durch gleich noch eins hinsetzen. Zigarrenfabrik baut vor sich hin. So. Kann die ganze Plantage noch verbessern. Erhöht die Arbeitsqualität. Und die Ananasparzellen auch verbessern. Dadurch verbessern sie sich gegenseitig durch die Bestäubungsparzelle.
drei Forschungen vorher, ehe ich das Atomprogramm machen kann. Es wird dunkel. Kann ich nicht machen. Die Verbesserung für die Umwelt. Für die Recycling Anlage, genau. Aber zumindest sieht unsere Umwelt jetzt schon etwas besser aus. Nicht mehr ganz so schlimm. Das Sägewerk braucht er noch, genau. Dann können wir ja eigentlich nehmen das Sägewerk. Nee, die Schmuckfabrik. Eine Möbelfabrik bauen. Vergessen, wie es ist gerade. Zumindest produziert aus Strom Medikamente. Also braucht Strom und produziert aus nichts Medikamente, so rum. Gestern klopfte ein Mitbürger an meine Tür und fragte mich, ob ich Zeit hätte, über Jesus Christus zu sprechen, unseren Herrn und Retter. Religionszufriedenheit um 15% erhöhen. Wir können ja mal nett sein. Kirche. Dazu eventuell gleich mal noch Zimits Kaserne. Mal gucken, die normale Mietskaserne hat jetzt 49, wenn ich jetzt einmal... Das ist eine Mörderwelle, Präsidente! Und sie kommt genau auf uns zu! Und Herr, ich wollte gerade mein meine Mietskaserne verbessern. Wir leben noch, Präsidente! Ich hätte nicht gedacht, dass wir diese riesige Flutwelle überstehen würden. 6 Gebäude beschädigt und 6 zerstört. Wohin deswegen? Präsidente, ich hab... Ja, jetzt haben wir das Atomkopf. Alle wieder aufbauen. Ausbruch. So. Ausbruch. 3, 4, 5, 6. So. Was wollte ich? Achso, genau. Hat jetzt eine Wohnqualität von 49. Wenn ich das jetzt einmal verbessere, hat es eine Wohnqualität von 52. Weil das auch an der Straße liegt, gibt es noch ein bisschen, hat's eine höhere Wohnqualität. Wenn ich jetzt das Budget verbessere, hat es 78. Und jetzt aktiviere ich beengtes Wohnen, sinkt zwar um 10, aber hat jetzt, ja, besser als vorher. Kriegt noch die Kirche, die Verbesserung. Ich steige das nochmal um 10. Ja, ist gut. Wenn ich noch genug Geld hätte, könnte ich die anderen noch machen, aber nein. Jetzt mit der Forschung aus. Ja. Sind, dadurch produziert das aus Öl Medikamente. Ist auch sehr schön, entweder Medikament aus nichts oder Medikament aus Öl. Kann mich jetzt so bescheiden, was besser ist. So, wäre schön Geld von den USA halten. Nee, Forschung verorten. Geologisches Gutachten. Erhöht unsere allgemeinen Rohstoffe. Fracking. Hört ihr, was die Rohstoffe in den erschöpften vorkommen? Wir haben ausführliche Studien fremder Kulturen durchgeführt und... Es liegt plötzlich unsere Zustimmungsrate bei 80%. Okay. Ich glaube, ich habe es mit dem Geld übertrieben. Guck mal, die roten Zahlen. Komm, Schiff, fahr schneller. Kann angehen.
rauscht einfach zu langsam. Oh. Ich kann es doch erforschen, okay. So, jetzt baue ich hier aber nochmal den Supercomputer. Zack. Aber nämlich schnell mal was mit Tor. Hohe Priorität. Dann sollten wir das auch hinkriegen, das Atomprogramm noch zu schnell zu bauen. Weil eigentlich bin ich mit der Folgenzeit schon wieder ran. Aber ich glaube, das dauert nicht mehr lange, ehe ich die nächste. Es würde sich einfach nicht mehr lohnen, jetzt die Folge zu beenden und dann die 5 Minuten der Mission noch neue Folge anzufangen. Präsidente, wir haben das Geheimnis des Fliegens entdeckt. So. So. Wie lange dauert die Forschung jetzt? 12 Monate. Ha. Krieg ich hin. Ich will mal zwischenzeitlich noch irgendwas Tolles bauen. Was wir machen können. Wir können die Straße richtig an. Vierten die Straße auf, ich säß ne. So. Und jetzt einfach nachher. So, dann kommt hier noch eine Infrastruktur hinsetzen. Können wir ja ein kleines Tourismusparadies bauen. An mich. Wie sieht's eigentlich aus? Obdachlos? Naja, immer noch 92. Ja, wie viele Monate noch? 8. So, wir können ja noch, das ist ja einmal Antikoruin. Können wir natürlich gleich benutzen. Ja, hier. Müssen die anderen Arbeiter so weit fahren, wie ich das endlich mal fertig baue. So, eigentlich ist es jetzt bloß noch warten. 5 Monate. Also, es könnte eigentlich in dieser Mission nichts mehr schief gehen. Die 5 Minuten. Die 5 Minuten wollte ich schon sagen, die 5 Monate noch warten, dann das Atomprogramm bauen und dann. Haben wir die Mission eigentlich geschafft. Wirtschaft habe ich ja auch gut in den Zahlen. Das ist schon wieder auf 70.000. Die laufenden Kosten fressen zwar mein Kapital auf, aber das Einkommen ist zum Glück ganz gut. Strom sieht auch gut aus. Meine Supercomputer spielen Schach. Scheint noch gegeneinander. Ein Endlosspiel. Ja. Werde dann wahrscheinlich schon bestimmt, wenn ich die Folge dann beendet habe, noch eine Folge Evoland ausnehmen. Und dann werde ich die bestimmt für Samstag hochladen. Also, was ja eigentlich schon heute wäre. Weil ich gestern nur dazu kam, aufzunehmen und hochzuladen. Präsidente, heute begegnete mir ein feindliches Atom.
Es befand sich auf einer feindlichen Faust, die sich an einem feindlichen Arm befand, der sich an einer feindlichen Frau befand. Eine Provokation. Ich habe allen Atomen auf der Stelle den Krieg erklärt. So. Militär. Atomprogramm. Ich brauche Strom. 220, das sollte ich noch haben. So. Baut schnell. Ja genau, danach noch in der Folge Evoland. Und da ich jetzt, glaube, das ist für diese Woche das erste, was ich aufgenommen habe, kommt das dann, werde ich das bestimmt beides dann gleich am Samstag veröffentlichen. Was ja heute wäre. Ah. Weil diese Woche hat er eigentlich mehr oder weniger... Sahaji hat eine Folge Outlast gemacht. Oder zwei? Weiß ich wahrscheinlich gar nicht mehr. Habe ich euch jemals davon erzählt, wie ich von zu Hause ausgerissen und zum Zirkus gegangen bin? Nein. Das waren zwei wundervolle Jahre, bevor sie mich als zu verrückt rausgeworfen haben. Ich vermisse meine alten Freunde. Freddy, wenn du zuhörst, willkommen in Tropico. Und sieh Olga von mir am Bart. Also was ich sagen wollte, Sahaji hat zwei Folgen. Ein oder zwei Folgen Outlast. Crow hat aber am Mittwoch noch ein letztes Test gehabt. Und dann seine Batman Arkham Knight. Ja, heißt das letzte Teil, glaube ich. Was er aufnimmt momentan. War Opus 2 Folgen rausgebracht. Sie haben es geschafft, Präsidente. Tropico und die ganze Welt sind Ihnen dankbar, dass Sie einen Krieg abgewendet haben. Und jetzt haben wir eine große und schicke Atomrakete. Wir haben Mission geschafft. So. Gut. Und dann haben wir, glaube ich, wenn jetzt mal meine Uhr sehen würde, ja, 10 Minuten überzogen. Na gut. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.